Dragon Ball hat endlich einen Trailer veröffentlicht. I know, schon vor 2 Tagen oder so. Aber da war ja Reaction-Sperre, die Stars. Und gestern konnte ich nicht. Und ja, ich wollte mich auf jeden Fall an diese Reaction-Sperre halten. Deshalb das Video, also der Trailer ist schon 2 Tage online oder sowas. Ja, vor 2 Tagen. Egal. Auf jeden Fall, Seven vs. Wild crashed. Offizieller Trailer, Staffel 4. Ich bin sehr gespannt. Wir haben uns ja die anderen Staffeln auch angeguckt. Und ich finde Seven vs. Wild richtig cool. Ich habe hier sogar ein Stück Naturensöhne. Richtig krass, die Bücher habt ihr mir geschenkt und sowas. Richtig, richtig cool. Deshalb bin ich sehr gespannt auf die Staffel 4, weil wir wissen ja bisher, dass ein Flugzeug auf jeden Fall in Neuseeland irgendwie gecrashed ist. Wir wissen, dass Fritz irgendeine besondere Rolle hat. Vielleicht ist er Game Master oder so. I don't know. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Let's go. Ich habe für die Oh mein Gott, guck mal, da ist direkt das Flugzeug. Okay, die haben das irgendwie ausgebaut, Leute. Okay, nein, wir gucken erstmal den Trailer, dann analysieren wir. Okay. Let's go. Ich habe für die diesjährigen Teilnehmer das Szenario eines Flugzeugabsturzes erschaffen. Nee, sorry, ich kann nicht. Ich kann den Trailer nicht komplett gucken. Ich muss da pausieren. Also guckt euch den Trailer gefälligst da an, wo es halt den Original-Content ist, ne? Also das ist die Reaction. Wir pausieren gefühlt jede Sekunde jetzt in diesem Trailer. Alter, wie sieht das aus? Guck mal, wie viel Schnee da ist. Also ist auf jeden Fall super kalt dort. Oh mein Gott, haben die das Flugzeug ab? Jetzt frage ich mich. Doch, du musst es in komplett sehen. Nein, das kannst du nicht in komplett ansehen, Leute. Das geht nicht. Oh mein Gott, ich habe so viele Fragen. Allein von das hier. Ist das Flugzeug einfach so aufgetaucht? Also haben die das so platziert? Oder ist es mit Insassen gecrashed? Ich hoffe nicht. Die Insassen, vielleicht lag das da und die Insassen mussten wie so Fallschirmsprung, wisst ihr? So runterspringen. Und sozusagen Landung. Oh mein Gott, Leute, Fragen über Fragen. Das sieht auf jeden Fall sehr krass aus. Und irgendwie erinnert mich das voll an Captain America. Wegen diesen Sternen und den Farben und so. So geil. Wir sind in Neuseeland, in der Südinsel. Wir haben jetzt Spätherbst, fast Winter hier. Von wem ist die Stimme? Oh mein Gott, Leute, ich habe mich jetzt ein bisschen erkundigt. Let's Hugo auf jeden Fall. Der ist voll sympathisch. Der spielt anscheinend nur Minecraft. Ich habe so ein Video von dem gesehen, das wird mir die ganze Zeit nämlich angezeigt. Und irgendwann hatte ich, glaube ich, habe es 5 Mal auf meiner Startseite gehabt, da habe ich es irgendwann angeklickt. Von Revi. Revi hat ein Video mit Hugo gemacht. Hugo versus 13 Frauen oder sowas. Da hat er 13 Frauen so Speed-Dating gemacht. Das war voll lustig. Er hat jede Frau einfach gefragt, spielst du Minecraft? aber in diesem Tonfall. So kein, nicht nach oben, nicht nach unten. Spielst du Minecraft? Er hat jede einzelne Frau gemacht. Ich habe genau drauf geachtet. Hast du eigentlich schon mal Minecraft gespielt? Oh mein Gott. Tatsächlich. Nee, ich habe es tatsächlich noch nie gespielt. Aber ich habe es mir schon mal angeguckt. Weiter geht's. Okay, sorry. In der Südinsel. Wir haben jetzt Spätherbst, fast Winter hier. Es ist kalt. Ist Joey es ist Kelly? Sehr kalt. Und wir haben sehr, sehr wenig. Ah, okay. Leute, guckt mal. Die leben im Flugzeug oder am Flugzeug. Ach du meine Güte. Crazy, wartet mal, habe ich die Qualität? Ich habe die Qualität mal wieder auf Gammelqualität, ne? Sorry. Der härteste Seven vs. Wild. Sag ich doch! Oh, härteste Seven vs. Wild? Wenn er das schon sagt, oh mein Gott. Ah, Joey Kelly richtig erkannt. Okay, Leute, wartet mal, das härteste Seven vs. Wild. Meint ihr? Oh mein Gott, krass. Weil er war ja das letzte Mal zu zweit und dann war er sozusagen nochmal einzeln. Also, wenn er das sagt, hat das wirklich eine Bedeutung, Leute. Oh mein Gott. Ich möchte diese 2 Wochen schaffen. Und das geht nur, wenn wir als Team heftig arbeiten. Sandra ist gerade leicht künstlich. Wer ist das? Am Leben erhalten. Ah. Die Gruppendynamik. Ich glaube, sie kippt ein bisschen. Die kippt ein bisschen. Wie in Minecraft hier. Geil. Okay, Julia. Wie heißt er nochmal? Joey Kelly. Das ist Uwe, oder? Oh mein Gott, ich habe gar nicht erkannt.
Das ist Flying Uwe, Julia Butix und seinen Namen kenne ich nicht. Ich spreche es lieber offen an, als dass es sich aufbaut und dann zu mir klarkommt. Ganz offen gesagt, ein super, super übles Setting. Wenn nicht irgendwelche Gimmicks irgendwo versteckt worden sind, sehe ich mindestens die Hälfte der Teilnehmer heute Nacht ausscheiden. Das ist safe in der ersten Nacht, Leute. Oh mein Gott. Hugo! So, irgendwas stimmt da nicht. Ich muss mir Sorgen gerade, der Junge. Ich bin komplett Ah, ich hasse Natur und Wildnis eigentlich, Mann. Was mache ich hier? Das ist Survival, sag ich mal. Ui. Ich kann nicht auch nicht mehr. Oh! Ich habe pausiert, weil ich ihre Jacke so gefeiert habe. Ich finde die Jacke voll schön. Da war ich so, ui. Oha! Oha, hey! Ich guck doch mal im Fernglas, man sieht das Feuer wieder, oder? Ja, das war doch Fritz seine Stimme. Ist es Fritz? Ich guck doch mal im Fernglas, man sieht das Feuer wieder, oder? Das ist doch Fritz, oder? Hey, ist er wirklich ein Game Master, Leute? Das ist ja meine Vermutung. Oh. Alter. Hey, das ist doch Fritz, oder, Leute? Jetzt mal im Ernst. Hey, Chat, sehe nur ich so das? Hä? Das ist doch Fritz, oder? Ja, am Bitchig. Das stimmt, das ist Heaven vs. Wild von allen Staffeln. Oh mein Gott, die haben auch kein... Die machen Feuerbohrern, Leute. Oh mein Gott. Wenn die Staffel kommt, machen wir sie erstmal Fashion-Bewertung. Die Jacke ist voll schön. Alte Leute, wartet mal. Die haben ja gar keine Gadget, gar nichts. Die können sich kein Feuer richtig... Ah doch, da wird ja gesagt, das Feuer lodert. Da müssen die so Nachtwache machen wie im Dschungelcamp, Leute. Ach du meine Güte, wenn die keinen Feuerstall haben. Oh mein Gott, seht ihr diese Boxen hier? Seht ihr die Boxen da? Die sind komplett vereist. Wie kalt muss es da sein, dass die komplett vereist sind? Ey, müssen Trailer gleich nochmal gucken, Leute. Nass, gefroren, minus 12 Grad. Minus 12 Grad? Ich will das schaffen. Aber jede Nacht frage ich mich, wie. Diese Kälte darf uns nicht brechen. Einfach zu Ende sehen. Oh, aus. Bitte, ich war nie weg, Junge. 1, 2, 3. Geil, könnte ich sein. Ja. Oh, shit. Das Flugzeug brennt. Oh mein Gott, Leute, habt ihr gesehen? Das Flugzeug hat gebrannt. Leute, sorry, wir müssen es nochmal gucken. Wir müssen es jetzt auseinandernehmen. Ich weiß, ich habe schon ein bisschen geguckt und sowas, aber hier, wir müssen es auseinandernehmen. Also wartet mal, minus 12 Grad, wir haben Facts. Hier ist irgendwie so ein Ausguck. Aber es wird ja davor... Ich habe für die diesjährigen Teilnehmer das Szenario eines Flugzeugs... Ach, das ist das hier, Flugzeugabsturzes... Flugzeugabsturzes erschaffen. Crazy. Wir sind in Neuseeland, in der Südinsel. Wir haben jetzt Spätherbst, fast Winter hier. Es ist kalt, es ist sehr kalt. Ach du meine Güte, ich war noch nie in Neuseeland, aber jetzt habe ich irgendwie gar keinen Bock mehr auf Neuseeland, Leute. Guck mal, das ist so kalt da. Das ist ja heftig. Das ist richtig spannend. Also wirklich, die Staffel ist schon... Die haben nochmal einen drauf getoppt, ne? Und wir haben sehr, sehr wenig. Sie haben eigentlich gefühlt gar nichts. Das ist schon krass, Leute. Das ist wirklich so richtig real life, ne? Das kann ja wirklich passieren. Flugzeuge stürzen ab und zu ab, ne? Sehr, sehr selten. Aber, wie hieß dieses nochmal? Die Lost war das doch, die Serie. Kennt ihr die noch? Hieß die Serie nicht so? Crazy. Die hatten Winter, während wir uns Sommer war. Ja, ist in Chile genauso. Da ist auch Winter, wenn wir Sommer hatten. Haben. Boah, krass einfach. Das ist also so ein Flugzeugträger. Was machen die damit? Der härteste Seven vs. Wild. Okay, aber guck mal, die leben wirklich... Okay, die leben anscheinend alle. Meint ihr, irgendjemand hat sich von der Gruppe weggemacht? Also sie haben hier auf jeden Fall so Tarps und sowas, dass die Kälte nicht so krass reinkommt. Ne? Also die kommt auf jeden Fall rein. Das ist kein doppelt verglastes Fenster hier. Ne? Oder dreifach Verglasung, das dauert nicht am Schlüssel.
sondern es ist einfach nur eine kleine Minifolie. Ja, die haben auf jeden Fall so Minifolien hier drüber gemacht, so tartmäßig. Krass. Aber ich glaube, die sind alle zusammen tatsächlich. Wer ist denn so irre und geht alleine da los? Die sind doch nicht so irre, oder? Wissen wir noch nicht, ob das alle bei Tage so ist, dass die zusammen sind. Okay, also ich glaube, Joey Kelly ist schon... Was vermutet ihr? Schreibt mal eine Vermutung in den Chat. Glaubt ihr, die bleiben so eher so zusammen oder nicht? Weil ich glaube schon, dass sie zusammenbleiben. Wir haben es ja auch im Trailer gesehen, dass ein paar Leute zusammen sind. Wartet mal, wen gibt es denn alles? 7 Teilnehmer. Die bleiben alle zusammen. Ich glaube auch, die bleiben zusammen. Wer ist denn so irre bei minus 12 Grad noch irgendwo anders? Man muss doch kuscheln und alles. Lo, Kuschelcamp wird das. Ich möchte diese 2 Wochen schaffen. Und das geht nur, wenn wir als Team heftig arbeiten. Die Stimmung wird gerade leicht kühn. Guckt hier. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, es sind auf jeden Fall 5. Da ist gerade noch jemand rumgelaufen. Das ist auf jeden Fall ein Mensch. Das ist auch ein Mensch. Und das hier ist auch ein Mensch. Oh mein Gott, 6. Okay, die bleiben alle zusammen. Julia hat doch eine rote Jacke. Das ist, glaube ich, Julias Jacke. Also auf jeden Fall, guck mal, Leute. Da ist jemand langgelaufen. Nur, wenn wir als Team heftig arbeiten. Die Stimmung. Guckt, da ist jemand. Hier hat sich das Rote bewegt. Habt ihr es gesehen? Die Stimmung wird gerade leicht. Hier ist noch jemand. Die sind alle zusammen. Künstlich am Leben erhalten. Die Gruppendynamik. Ich glaube, sie kippt ein bisschen. Oh, Leute, die Gruppendynamik, die kippt. Dann gehen die vielleicht. Meint ihr, die gehen wirklich? Wir sind so irre, bei Severus Wild dann zu gehen. No way, ey. Da kann sonst was sein. Sind da Bären? Sind in Neuseeland Bären? Ich habe keine Ahnung. Ich spreche es lieber offen an, als dass sie sich aufbaut und dann zu mir klarkommt. Ganz offen gesagt, super, super übles. Aber ich finde es gut. Nicht alles immer aufstauen, weil das ist mein Fehler tatsächlich. Das ist eine Schwäche von mir, Leute. Ich lasse jetzt immer alles so auftoppen und dann irgendwann explodiere ich, weil ich so sauer dann bin. Wisst ihr, dann kommt doch diese Kirsche auf den Eisberg drauf oder wie das heißt und dann platzt sich vor Wut. Wisst ihr, deshalb ist es voll wichtig, das direkt anzusprechen. Ich nehme mir das jeden Tag immer vor und ich werde auch besser. Ich arbeite jeden Tag dran, aber ich bin immer noch nobody's perfect und ich schon gar nicht. Oh mein Gott. Okay, was ist das hier? Also hier sehen wir, okay, das ist am Anfang gewesen, weil diesen Flugzeugteil haben wir im Trailer hier schon, einer der ersten Shots, die haben das ja irgendwie hier so hingemacht. Okay, hier ist das diese Blackbox oder wie das heißt? Die essen sich gegenseitig auf. Meint ihr? Flugzeugflügel, nicht Flugzeugträger. Wo ist der Unterschied zwischen einem Flugzeugträger und einem Flugzeugflügel? Ist das nicht das Gleiche? Setting, wenn nicht irgendwelche Gimmicks irgendwo versteckt worden sind, sehe ich... Wartet mal. Übles Setting, wenn nicht... Übles Setting, ja. Ach, das Flugzeug ist halt wirklich komplett auseinandergebrochen. Ne? Überall liegen solche komischen Sachen von dem Flugzeug. Ach, du meine Güte. Ja, doch, doch, die haben bestimmt irgendwo solche Sachen versteckt. Wenn nicht irgendwelche Gimmicks irgendwo versteckt worden sind, sehe ich mindestens die Hälfte der Teilnehmer heute Nacht ausscheiden. Oh mein Gott, Leute, hier ist das vereistes Wasser. Wenn Gimmicks irgendwo versteckt worden sind, sehe ich mindestens die Hälfte der Teilnehmer. Ist das vereist? Heute Nacht. Nee, ich glaube, es ist nicht vereist, oder? Du meine Güte. Hugo! So, irgendwas stimmt da nicht. Ich muss mir sorgen, warte, Junge. Ich bin komplett Oh mein Gott, warte mal. Stimmt da nicht. Ich muss mir sorgen, warte, Junge. Der ist komplett nass. Perfekt. Nass bei minus 12 Grad, Leute. Abbruch. Hä, wie ist das passiert? Hä, hier ist doch auch Wasser. Wie ist der da hingekommen? Mein Gott, ist der irgendwie hier runtergefallen oder was? Alter, Leute, geisteskrank. Was passiert hier? Ich hoffe, es hat sich nicht jemand irgendwie... Okay, wir wüssten, wenn die sich verletzt haben, oder? Was für Natur und Wildnis eigentlich, Mann? Was mache ich hier? Ja, das hätte ich mich auch gefragt. Das ja. Ist Survival, sag ich mal. Guck mal, hier haben die Nahrung. Die haben Gimmicks. Guck mal, hier ist irgendwie so eine Dose. Dosenravioli. Keine Ahnung. Aber die haben so Dosensachen. Deshalb, es gibt Gimmicks. Es gibt irgendwie Gimmicks, oder? Das ist doch ein Indiz, oder? Ich kann nicht auch nicht mehr. Oh.
Die Jacke ist voll schön. Krass, krass. Ich guck da mal im Fernglas, man sieht das Feuer wieder, oder? Alter. Das ist Fritz. Ich bin 100% sicher. Oder? Jetzt seid ihr euch gar nicht sicher, ob das Fritz ist oder nicht. Das ist doch Fritz. Vielleicht Eisbären. Oh mein Gott, nein, da sind... Oh Gott, keine Ahnung, ob da jetzt Eisbären sind oder... Bären generell, schlimm. Warte mal, können die, haben die hier so Notizen? Sieht das großartig aus. Was macht der da? Ach so, nee, er schläft einfach nur. Ich habe gedacht, er schreibt. Ja, wirklich. Das schlimmste ist Heaven vs. Wild von allen Staffeln. Ja, Mann. Nass, gefroren. 1, 2, 3, 4... Ist es Sandra? Also Julia auf jeden Fall erkennt man. Ist es Joe Vogel? Wer ist das? Minus 12 Grad. Nee, das ist Joe Vogel. Ich will das schaffen. Okay. Aber jede Nacht frage ich mich, wie. Diese Kälte. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die bleiben zusammen, Leute. Geil. Hoffentlich bleiben die ganze Zeit zusammen. Ah, guck mal, hier haben wir wieder eine neue andere Dose. Aha, 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 aha. I like it. Was können wir noch sehen? Nix eigentlich. Außer dem pinken Haargummi, den ich auch wieder cool finde. Oh mein Gott. Mega. Ich mag sie. Ich hoffe, sie hält durch. Darf uns nicht brechen. Oh mein Gott. Crazy. Tim vs. Wild. Ich bin da. Ich war nie weg, Junge. Also man hat auf jeden Fall die Verletzung gesehen, ne? Holy moly. Okay. Oh mein Gott, Leute, das ist auch nicht gut. Die Verletzung, das ist ja flüssig, wisst ihr? Bei so kaltem Wetter. Oh, das, jede Verletzung ist eigentlich Ausschluss, oder? Rote Karte. Also Code Red. Also egal, wie klein die Verletzung ist, oder? Weil das wird doch zu Eis und alles. Ach du meine Güte. Zwei, drei. Das fühle ich. Okay, sie haben auf jeden Fall irgendwann mal Feuer angekommen. Stimmt, das Flugzeug nimmt Feuer. Ach du meine Güte. Ich habe mir gerade noch so gedacht, so ganz schön großes Feuer. Aber oh mein Gott, Leute, das Flugzeug brennt. Kann es auch explodieren oder sowas? Ah, shit. Warum ist da aber nur eine Person? Das ist ja ein sehr kleiner Platz. Das ist nachts ein sehr kleiner Platz. Da müssten ja nun mal alle schreiben. Also jetzt im Ernst, das ist schon ein bisschen komisch, oder? Und wer ist das, der so, oh. Oh, shit. Oder? Ist hier auch noch? Wartet mal. Ist da jetzt noch jemand oder ist da niemand? Oh, shit. Schlafen die? Ist das ein Mensch? Keine Ahnung. Nee, ist kein Mensch. Meint ihr, die haben sich doch nicht aufgelöst, Leute? Sagt mir doch nicht, dass sie sich aufgelöst haben. Boah, ich bin auf jeden Fall sehr hyped. Bin sehr gespannt. Auf diesen Absturz. Crazy einfach nur, Leute. Einfach Seven vs. Wild. Am Flugzeug. Sehr coole Kulisse. Ist was ganz anderes. Also wirklich, das ist wirklich was komplett anderes. Aber... sehr, sehr geil. Wann geht's los? Ab dem 1.10. auf Amazon Prime. Und wartet, ich glaube ab dem 14., zwei Wochen später. Also dann für uns, dann einen Tag später, ne? Logischerweise, Reaction einen Tag schon später. Und ich meine, die kommen immer dienstags. Und wann kommt die Nummer raus? Auf YouTube zwei Wochen später. Genau, genau. Auf YouTube zwei Wochen später. Das bedeutet am 14.10. Das heißt, frühestens können wir am 15.10. Höchstens dürften wir darauf reagieren. Genau. So, ne? Oh mein Gott, ich bin auf jeden Fall sehr hyped. Krass! Krass, 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 krass. Warte mal, was? 2 Minuten Trailer, 20 Minuten Reaction? Bitte was? Was haben wir 20 Minuten gemacht, ey? Crazy, kam mir gar nicht so vor. Kam mir vor wie 5 Minuten. Weil ich war voll interessiert gerade. Also auf jeden Fall, der Trailer hat uns schon ein paar Indizien gesagt, ne? Also ist auf jeden Fall cool.
sehr, 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 ich bin sehr, sehr, sehr hyped und sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Oh mein Gott. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr die Reactions nicht verpasst.